Du sollst in der Stadt nicht zaubern. Ich hab nur Fackeln gemacht. Und jetzt nochmal. Hallo. Zimmer, du hast vorhin an der Mine schon ein Loch gesprengt. Jetzt ist aber mal gut. Ich hab jetzt meine Zauber. Ich hab immer noch den Spaten. Ich hau dir den auf den Kopf. Ciao. Ja, tschüss. So, und jetzt zu uns beiden. Hallo, wer sind. Herr Olaf, ist das Ihre Frau? Die ist genauso durchgeknallt. Ich bin der Erdblock. Die ist aber dafür netter als der Pisser. Ich bin der Erdblock. Das stimmt allerdings. Du bist ein ziemlich großer, dreckiger, ekelhafter Erdblock. Was hast du gerade gesagt? Entschuldigung. Ist das Ding? Hey, das tut weh. Also in der Stadt nicht mit Waffen oder Magie. Ich sage ja. Kämpfen. Und auch wenn ich springen kann. Wie heißen Sie denn? Eigentlich habe ich das vergessen, aber das ist mir wieder eingefallen, als ich meditiert habe und Erdblock war. Wenn ich mich richtig erinnere, Vivien. Vivien? Okay. Und was verschlägt sie hierher? Also. Ich weiß es selbst nicht. Ich habe meditiert, war im Wald. Ich habe meditiert, war im Wald, bin rumgelaufen, dann war da so ein komischer Typ, der hat mir Rüstung gegeben und hat gesagt, er ist gefährlich draußen. Und dann hat er gesagt, ja, das ist eine Kette. Und dann bin ich einfach in irgendeine Richtung gelaufen. Okay. Das ist jetzt ein Haufen in den beiden verschiedenen Teilen, ja. Ja, danke schön. Ich bezahle sie dann mit der Rüstung da hinten einmal. Okay, und... Ja. Ja, das ist halt unsere Stadt ohne Namen, wo gerne mal Monster auftauchen. Aha. In gewisser Weise gibt das wenig Sinn, dass ihre Rüstung teurer ist als die Eisenrüstung. Wer verkauft Eisenrüstung? Die darf doch keiner außer die Stadtwache tragen. Nö, aber man bekommt die ziemlich leicht. Ja, aber ich muss ja die Materialkosten dort berechnen. Da kommt noch ein böser Mann. Aber ich habe in meiner Philosophie... Fräulein Sissy, vielleicht werden Sie aus Fräulein Vivien schlau. Die redet wirres Zeug und sie teilen sich ja das gleiche Geschlecht. Also nur zu jeder darf so sein. Geschlechter sind unnötig, alle sind gleich. Nee. Geschlechter sind nicht unnötig, sind nicht alle. Fräulein Sissy, kümmern Sie sich bitte um dieses verwirrte Mädchen. Die hält sich für einen Erdblock. Erdblock. Und. Du bist genauso viel wert wie der da. Und du bist genauso viel wert wie die Fackel. Sehen Sie das? Der möchte auch nur leben. Wenn Sie sie zu Vernunft gebracht haben, dann melden Sie sich bitte mal. Denn das Fräulein hat auch hier sehr großen Schaden angerichtet, wie man sieht. Ich kann es versuchen. Ja, viel ansonsten lassen Sie sich von Herrn Ramon eine Schaufel geben und einen Schlag auf den Hinterkopf. Da drücke ich sogar noch eine Schaufel. Das sehen Sie. Viel Spaß mit dem verrückten Mädel. Jetzt fehlt dort. Oh. Nein. Ja. Was? Ich weiß was. Was? Kann ich dich kurz sprechen? Gleich. Erst ist der Herr Darko dran. Können Sie sich später mit dem Stadt, ja egal, mit irgendwem zusammensetzen und ja, wenn Tobias nicht in den nächsten paar Tagen wiederkommt,
ihn enteignen, weil das nervt mich jetzt schon, dass sie außen rum muss. Also, warst du das? Herr Olaf, der Herr Melvin hat Ihnen das selber noch gesagt, nicht in der Stadt, sonst nehme ich Ihr Pferd und verkaufe es. Nein, nicht Günther. Kann ich es einfach abschießen? Wenn du das Pferd tötest, dann sind wir in Günther. Wow, jetzt könntest du mir einen Kratzer zufügen. Also... Du hast mich nach 20 Meilen immer noch nicht getroffen, also. Schieße Eingang. Nein, da bringe ich mich um. Hey. Keine Magie in der Stadt, habe ich gesagt. Was haben die denn da für eine Axt? Die hat mir der Herr Ramon angefertigt. Aus den Diamanten, die der Herr Tobias verkauft hat. Ohne die kriegen wir das Ding nicht ab. Boah! Ja! Keine Magie in der Stadt! Also wären sie komplett abgeneigt, ihn zu enteignen, oder? Naja, ist also das muss definitiv abgeklärt werden. Anders geht's nicht. Gibt es keine andere Möglichkeit, dass man diese schwarzen Dinger da irgendwie wegkriegt, außer mit diesen Diamanten? Nein, aber ich hab welche. Ich weiß nur nicht, ob es für eine Spitzhacke reicht. Na, wie sieht denn... Oh, sie haben hier auch so einen alten Tisch. Ach, jetzt bin ich doof. Also, ich hab genug. Mann! Also, heute ist der Wurm drin. Die zwei Verrückten da draußen, die machen mich fertig. Na, wie sieht denn so eine Spitzhacke aus? Die hat doch... Ja, da, wenn sie genug Diamanten sind, dann lasse ich sie einfach Herr Ramon anfertigen. Okay, ja, gut. Oder probieren Sie es mal mit Ihrer Axt. Vielleicht geht die ja auch. Ich kann es versuchen. Weil die ist ja aus dem Material. Naja, die Holzfäller-Axt, die ich habe auch, aber die macht nur Bäume kaputt. Aber das scheint nichts zu werden. Ich habe ja schon bei dem Stein Problem. Ja, okay, nein, wenn das schon so langsam dauert, dann... Nee, ich mach keinen Kratzer in dem Stein. Und mit der hier geht das auch nicht? Nee, die ist noch schlechter. Das muss man erstmal verarbeiten. Wow. Und die will er alle für einen Stückpreis von 11 Münzen verkaufen, ja klar. Ja, das ist, sag ich mal, also die Kiste lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Ja, aber es scheint nicht so, als wäre hier irgendwie was. Irgendwo eine Versteckt-Kiste scheint da auch nicht zu haben. Es scheint wirklich so, dass hier alles aus Bruchstein besteht, was bedeutet, es kann überall was drunter sein. Ja, das stimmt auch wieder. Und ich weiß nur wirklich nicht, wo er seine Kisten hat. Aber es, das ist merkwürdig. Das ist nicht merkwürdig, das ist bescheuert. Ich möchte jetzt den Boden auch nicht kaputt machen oder so, weil wenn ich das oder mache... Sie nicht irgendeine Zauber... Sorry, aber diesmal erlaube ich es. Achso, ja. Ja, Herr Olaf, kommen Sie mal mit. Das ist jetzt ein dringender Notfall. Das muss weg. Ich kann das nicht einfach wegmachen. Ich hab... Also... Das ist ein wunderbares Material. Man nennt es Obsidian. Ja, ich weiß, wie es heißt. Toll, aber trotzdem müssen wir es wegkriegen. Das Einzige, wie ihr das wegbekommt, ist, wenn ihr 5 Minuten drauf einschlägt. Ja. Ist hier irgendwo etwas zu essen? Ja, das Fräulein Sissi bei ihrem Bauernhof. Okay. Das ist ein verrücktes Mädel. Ich stelle mich in meinem Wegen gerne mit der besten Spitzhacke, die ich habe, 5 Minuten hin. Ich bin der Verrückte in der Stadt. Niemand andere. Ich glaube nämlich nicht, dass das irgendwie geht. Und damit. Oben in seinem Haus hat der Herr Tobias ja auch keine Kiste. Ah.
Ich kann auch noch mitmachen. Ich hab auch noch eine aus Stein dabei. Alle einfach raufkloppen. Wir müssen alle herholen, dass jetzt so 10 da draufkloppen. Ja, das ist eine Frechheit. Das geht aber wirklich nicht so. Also, da kann er sich auf jeden Fall noch was gefasst machen. Also, es funktioniert auf jeden Fall, dass wir alle drei gleichzeitig erbauen. Ich glaube, das geht sogar schneller dadurch. Guck mir das an. Meine Hände tun weh. Meine Armknochen. Es reicht ja auch, wenn eine Tür frei ist. Das sieht so lustig aus, wie wir so gleichzeitig abmachen. Aber da haben sie recht, Herr Darko. Wenn eine Tür frei ist, kommen sie ja rein. Und wenn der Herr Ramon da ist, dann kann er ihn... Nein! Dann kann der Herr Ramon ihn ja, Doch komm, den hatten wir abgebaut. Nein, hatten wir nicht, weil du reingelaufen bist. Nee, der stand wirklich noch da. Sie sind mir vor die Spitzhacke gerannt. Bitte nicht reinlaufen, bevor nicht alle sagen, dass es... Gute Nacht. Oh, gleich, Leute, gleich, 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 gleich. 3, 2, 1. Sehr schön. Funktioniert doch. Ja. Und bei den anderen zwei Blöcken, da werden wir mit dem Herrn Ramon reden, dass er ihn aus den Diamanten, die da unten sind, auch so eine Spitzhacke macht. Ich nehme da auch nicht meine eigene, das kann gerne auch sein, passieren. Ja, die Kiste, die wir dort unten gefunden haben, mit den ganzen Diamanten. Da, der Herr Ramon wird ihn da was draus machen und dann... Ich habe eine Frage. Ja? Ist es normal, dass diese eine Frau einfach sinnlos Tiere tötet? Das sind doch auch nur Warte, Lebewesen. Stopp. Wenn Tiere dafür gezüchtet wurden, uns am Leben zu halten, dann finde ich es in Ordnung. Denn wir müssen schlussendlich auch überleben. Denn wenn wir weiterleben können, können wir diese Tierart weiter erhalten. Wenn wir nicht mehr leben, dann können wir nicht dafür garantieren, dass wilde Feinde sie einfach ausrotten. Im Gegensatz zu uns, wir passen ja, darauf das auf. Das wäre dann der natürliche Zyklus. Der natürliche Zyklus der steht aber nicht davor. In die Natur ein. Nein. Das haben wir die Mönche beigebracht, wenn ich 8 Jahre lang gelebt habe. Aha, wie hießen die? Schwendulus. Digga, das hört sich an, als hätte irgendein Junge seinen Penis einen Namen gegeben. Nee, so war das jetzt nicht. Aber so ähnlich. Also ich entdecke auch keine Beule am Hinterkopf oder so, dass sie vielleicht auf den Kopf gefallen ist. Nein, das trifft mir da nicht zu. Der Kopf ist auf sie gefallen, doch da war halt nichts drauf, deswegen... Aua. Ja, Herr Olaf, damit müssen Sie rechnen. Sie haben wirklich manchmal ein loses Mundwerk. Ich habe hier immer noch ein Messer, womit ich Ihnen die Zunge abschnibbeln kann. Nehmen Sie bitte die Zunge raus. Es geht zwar gegen die Natur, ich bin auch Vegetarierin, aber... Kann gerne gleich der ganze Kopf sein. Es ist sehr unhöflich, die Mönche hätten sich damit mit 7 Peitschen versohlt. Jetzt keine Schläge in meiner Stadt. Hier. Das ist keine Schläge, das ist ein High Five. High Five! Dann brauchen Sie 5. Also dann brauchen Sie 5 davon ins Gesicht. High five. Herr Olaf! Herr Olaf! Sie haben damit schon Bekanntschaft gemacht! Ich kann schon mit dir Angst machen, ich bin nur eine arme Vegetarierin. Diese eine Dame hat ihm die Aufgabe gegeben, mich ganz zu machen, aber ich weiß nicht, was sie damit gemeint hat. Kommen Sie mal mit. Ja. Alle folgen ihm. Fräulein Sissi? Ja. Wie. Wo sind hier Schädel? Wie Sie haben gesagt, der Olaf soll das Mädchen ganz machen. Was? Nein, hab ich nicht. Na. Was denn? Er hat nur gesagt, da sie auf dem komischen Block bei ihm da stand, ja? Dass er das übernehmen soll. Ja. Deswegen hatte ich nicht gewollt. Es ist ja noch. Ich weiß doch nicht, wo ich die junge Dame jetzt erstmal unterbringen soll. Wenn sie unter einem Baum. Wenn sie möchte, könnte sie erstmal bei mir wohnen. Rockstar dance until I drop. My love is a party. My home is the club.